Als nächstes bitte ich zum Mikrofon. Einen Moment bitte. Abgeordneter zum Nationalrat Karl Oellinger für die Grünen, bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mehr sind wir. Das ist gut, aber wir müssen noch viel mehr werden. Im Jahr 1992 wurde das Verbotsgesetz novelliert. Das Verbotsgesetz, in dem nationalsozialistische Wiederbetätigung geregelt ist. Neu eingeführt wurde 1992 ein Passus, in dem es darum gegangen ist, Holocaustleugnung extra zu erwähnen und unter Strafandrohung zu stellen. Und zwar der nationalsozialistische Völkermord zum einen und zum anderen alle anderen Verbrechen des Nationalsozialismus gegen die Menschlichkeit wurden unter Strafandrohung gestellt. Warum hat man das gemacht im Jahr 1992? Weil in den Jahren und Jahrzehnten vorher findige Nazis auf die Idee gekommen sind, wir machen das ein bisschen geschickter. Nicht den Holocaust insgesamt leugnen, sondern zum Beispiel sagen, es hat in den Grenzen des Deutschen Reichs keine Vernichtungslager, keine Gaskammern gegeben. Oder, wie der Herr Lachut lebt möglicherweise noch, es behauptet hat in den 80er Jahren, es hat in Mauthausen keine Gaskammer gegeben. Die wurde erst nachträglich 1948 gebaut. Das sogenannte Lachut-Papier, an das erinnert das, was dieser Anwalt, von dem der Rudi Gelbart am Anfang gesprochen hat, vor Gericht in einem Plädoyer gesagt hat, erst jüngst. Und er hat es nicht nur vor Gericht gesagt in einem Plädoyer, sondern offensichtlich auch bei einer polizeilichen Einvernahme. Also da kann man immer sagen, das war ein Plädoyer. Bei einer polizeilichen Einvernahme, da wirst du dann befragt, wie du dazu stehst. Und da es zu wiederholen, ist schon etwas anderes. Vorher, bevor dieser Anwalt diesen Spruch gesagt hat, haben es aber schon andere probiert. Im Jahr 1996 beispielsweise ein Richter. Interessant, aber es gab solche Richter. Ich glaube, der Willi Merne ist heute nicht da, ich habe ihn nicht gesehen. Aber der Willi Merne war damals junger Gewerkschafter und als Zeuge vor Gericht, weil ein Berufsschullehrer einschlägige Sachen gesagt hat. Und der Richter hat dann einen Jugendlichen, der als Zeuge vor Gericht gestanden hat, befragt, hat dieser Berufsschullehrer den Holocaust generell geleugnet oder nur partiell? Der Schüler, der Lehrling, war natürlich völlig überfordert, diese Frage zu beantworten. Es hat einen Riesenskandal gegeben, weil der Richter ja nichts anderes machen wollte. Der war, ja, man kann es ruhig so sagen, der war ein Nazi, der Richter. Ja? Der wollte dem Lehrer, der da vor Gericht gestanden ist, eine Brücke bauen. Und das hat einen Skandal gegeben damals, der dazu geführt hat, dass der Richter von dem Prozess abgezogen wurde. Das war 1996. 2006 hat der Herr Gudenus sich in einem Prozess verantworten müssen, weil auch er auf die findige Idee gekommen ist, ich weiß nicht, ob alle wissen, wer dieser Herr Gudenus war, der John Gudenus ist der Vater des jetzigen Clubobmanns der FPÖ, der war damals FPÖ-Bundesrat. Und der ist auf die findige Idee gekommen, eben zu sagen, na, Holocaust hat es schon gegeben, aber nicht in den Grenzen des Dritten Reiches. Damit hat er das Deutsche Reich gemeint. Er ist verurteilt worden. 2016 sagt der Anwalt in einem Plädoyer und wie gesagt dann auch in einer anschließenden Einvernahme, in Mauthausen hat es keine Gaskammer gegeben. Das also bis zum Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, die wurde wahrscheinlich nachträglich eingebaut. Also er hat eigentlich das wiederholt, was der Herr Lachut schon 20, 30 Jahre vorher gesagt hat.
Und interessanterweise hat die Staatsanwaltschaft Wels und dann die Oberstaatsanwaltschaft Linz gesagt, du wirst dich vor Gericht verantworten müssen. Und es gab eine rechtskräftige Anklage. Die hat also auch der betroffene Anwalt, der hier als Angeklagter vor Gericht stehen sollte, nicht beansprucht. Aber auf einmal tritt, aus welchen Gründen auch immer, der Weisungsrat im Justizministerium zusammen und erteilt der Staatsanwaltschaft Wels eine Weisung und sagt, das Verfahren ist sofort einzustellen. Obwohl eigentlich der nächste Schritt schon die Hauptverhandlung gewesen wäre. Und das ist der Stand, den wir jetzt haben. Und ich halte es nicht für zufällig, dass wir darüber diskutieren müssen. Dass wir jetzt darüber diskutieren müssen. Ich halte es deshalb nicht für zufällig, weil jeder, der Ohren und Augen hat und etwa in die asozialen Netzwerke hineingeht, weiß, dass es dort nur jeden Tag nur so übergeht vor Bemerkungen, dass man jemanden in die Gaskammer wünscht, dass man jemanden Nordhausen wünscht, dass man jemanden nach Auschwitz wünscht oder wo sonst auch immerhin. Das Eigentümliche ist, dass ja diejenigen, die jemanden in ein Konzentrationslager in die Gaskammer wünschen, auch diejenigen sind, exakt dieselben Personen, die dann auf der anderen Seite die Gaskammern leugnen. Das sind die Herrschaften, die sich mittlerweile nicht mehr verstecken, sondern das mittlerweile wieder offen machen. Und deshalb stehen wir hier, um darauf aufmerksam zu machen und dagegen zu protestieren. Das soll nicht möglich sein. Erinnern ist wichtig, aber noch mehr als erinnern, wichtiger ist sich wehren dagegen. Wehret den Anfängern. Also so ein schlichter Satz, aber er ist notwendiger denn je. Wehret den Anfängern.